Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, oh, mit mir immer gleich. Und ja, es sind die Challenges von heute schon bereits jetzt geleakt worden, also von der zweiten Woche. Wir haben einmal bei den Free Challenges eine Chest in verschiedenen benannten Locations, 7 Stück davon. Gegner mit verschiedenen Waffentypen Schaden zufügen, 5 Stück. Gegner in Snobby Shores oder Fatal Fields eliminieren. Dann haben wir die Battle Pass Challenges. Haben wir Stage 1, Snobby Shores besuchen und Pleasant Park in einem einzigen Match. Dann müssen wir irgendeine. Ja, wieder Musik auf den Pianos bei Pleasant Park und Lonely Lodge spielen. Dann in a Dance-Off at an Abandoned Mansion. Also wir müssen irgendwie tanzen bei einem Abandoned Mansion. Könnte unter Umständen das Abandoned Mansion könnte eventuell das bei Pleasant Park sein, vermute ich mal. Eliminate an opponent from at least 50 meters away, also 50 Meter Abstand, ein Gegner aus 50 Meter Abstand, mindestens 50 Meter Abstand erschießen. Eliminieren. Ja, das sind so die kommenden Aufgaben wohl von Woche 2. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier rein in den Item Shop und gucken mal, was da so. Heute am Start ist der Power Cord mal wieder. Und der Power Cord, oh, sieht ein bisschen pinkig aus. Sieht ein bisschen aus wie die Freiheitsstatue von Amerika. Ja, dem Ding, dem gebe ich mal. Was gebe ich denn soll ich denn dem geben? Ich gebe dem 6 von 10. So, und da sind die Noten aktuell folgende. Wir schauen mal da rein. Die Bewertung von euch. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. 3,84 von 5 bei 116 Votes, das ist echt viel. Und 254 Reminders. So, dann haben wir die Anarchy Axe. Da unten der Totenschädel da dran ist aber schon nicht so schlecht. Also den Ding gebe ich. Ah ja, aber dieser komische Arbi, der Pink-Pinken. 6 von 10 kriegt die Anarchy Axe von mir. Und was haben wir da? 3,43 von 5 bei 14 Votes. Den Stage Dive. Dive into the crowd. Finde ich nicht wirklich prickelnd, muss ich sagen. Den Stage Dive. Und der Stage Dive kriegt deshalb auch von mir. Also er sieht nicht schlecht aus, aber es ist eben wieder ein Standardgleiter. Sieht ein bisschen besser aus als die meisten anderen. Der kriegt von mir. Aber weil es ein Standardgleiter ist, kann ich dem nicht mehr geben als 2 von 10. Mehr geht einfach wirklich nicht. Stage Dive 2 von 10. Und die aktuellen Noten dazu sind hier die 3 von 5 bei 5 Votes. So, haben wir da noch was? Das war's hier davon. Dann haben wir dieses Whiteout. Das Schwert braucht man ja jetzt eigentlich nicht mehr, wenn man dann den Battle Pass hat, kann man ja dieses, hat mir ja das Schwert letztes Mal schon bekommen. In der letzten Season. Sollte zumindest so sein. Der Whiteout sieht ja nicht schlecht aus, sage ich mal, der Whiteout. Und jetzt gerade in dieser Schneelandschaft ist der halt mega krass, ne? Deswegen kriegt der Whiteout ab sofort von mir 8 von 10. Schneelandschaft ist er mega. Schauen wir mal. 4,24 von 5 bei 34 Votes. 162 Reminders. So, dann gucken wir mal hier. Der Whiteout in der männlichen Version.
auch 8 von 10. Das ist der, wie nennt sich der hier? Overtaker, genau. Der Overtaker. Und auch der hat 4 von 5 bei 45 Volts. So, haben wir da noch irgendwas? Da haben wir noch diesen Cyclone. Ah, da kommen wieder diese Motorräder. Die finde ich relativ geil und gebe den auch immerhin 9 von 10. Für den Cyclone 9 von 10. Wo ist es denn? Da ist es. Und der Cyclone bekommt hier 3,48 von 5 bei 23 Volts. Der White Squall. Ähnlich, sage ich mal, 9 von 10. Und hier hat er 3,82 von 5. So. Dann sind wir auch schon mit diesem Style durch. Jetzt geht's zu den Daily Items. Da haben wir den Highland Warrior. Und der Highland Warrior kriegt von mir... Ist halt schade, dass halt kein Helm oder so da drüber ist, ne? Ja, besonders cool sieht er jetzt nicht aus. Ja, die Anzug, ja, also schon. Ich gebe dem 6 von 10, dem Highland Warrior. Und der Highland Warrior hat hier 3,43 von 5 bei 21 Volts. So, dann haben wir die Stop-X. Swing Tool. 4 von 10 für die Stop-X. Und da haben wir hier 3,83 von 5 bei nur 6 Volts. Dann haben wir den Garrison. Sieht ein bisschen aus wie so ein Panzergranny hier. Ja, Garrison kriegt von mir 5 von 10. Und hier haben wir 3,91 von 5 bei 11 Volts. So, dann haben wir den Googly 0 von 10. Sorry, aber das Ding finde ich einfach nur grauenhaft. Und der hat hier 3,36 von 5 bei 11 Volts. Sorry, aber das Ding ist ja wirklich der Horror. Und dann haben wir den Stepper. Michael Flatley at its best. Riverdance. Oder auch hier Step It Up. Hat sich der Herr sofort auch geholt. Ich gebe dem Step It Up 8 von 10. Ich finde den echt ganz nice. Schauen wir mal. Oh, das ist sogar noch krasser. 5 von 5 bei 5 Votes. Wahnsinn. So, aber es sind halt nicht viele Votes, aber 5 von 5. Dann haben wir den benutzen wir so oft, wenn irgendjemand von uns dann gefinisht wird. Und das tut dann so richtig weh. Deswegen kriegt der von mir 10. Der kriegt von mir wirklich 10 von 10. Das ist eine der am häufigsten gebrauchten Emotes bei uns. 4,09 von 5 bei 11 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, haut rein, macht's gut, bis dann.